In diesem Video lese ich Plakate, betrachte eine Miniaturburg, bin nicht mehr in der Schweiz, sortiere eine Horde Italiener, träume vom Fliegen und ende einsam. Schönen guten Morgen vom Stelvio Pass. Wir haben knappe 10 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel, nur hier drüben an den Bergen noch ein paar Restwolken. Gut geschlafen, sehr ruhig, auch heute Morgen noch nicht viel los hier. Es ist jetzt circa 7:45. Jetzt werde ich mal hier die Landschaft genießen. Gestern Abend habe ich von da oben gefilmt, diesen Parkplatz. Jetzt filme ich also in die andere Richtung. Das ist ein schöner, großer Schotterparkplatz, wie man sieht. Außer mir war hier heute Nacht kein Mensch. Der Camper, der da gestern Abend ja noch stand, war noch weggefahren. Ich habe mich dann schön hier hinten rückwärts reingestellt. Ist genug Platz zum Rangieren und habe hier top gestanden. Hinter mir geht es nur noch eins, und zwar den Berg runter. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich hier wirklich alleine stehe. Ich habe gestern oben auf dem Pass, auf den betonierten Parkplätzen, was nicht wirklich so schön ist, doch den einen oder anderen Camper noch gesehen. Dass aber hier niemand stehen möchte bei der Aussicht, hat mich dann doch etwas überrascht. Hatte nicht erwartet, dass ich hier heute Morgen aufwache und noch immer komplett alleine bin. Aber wie immer, nicht beschweren, genießen. Die Tortur gestern Abend hier hochzufahren hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Tolles Wetter, warm. Ich stehe hier auf 2700 Metern und bin hier im T-Shirt unterwegs. Es geht ein leichter, frischer Wind. Aber das war's dann auch schon. Ich schätze, ich brauche nachher ein bisschen Sonnencreme, sonst hole ich mir hier den Killer-Sonnenbrand. Den ersten Drohnenflug erfolgreich absolviert. Haben sich zwar ein paar Wolken vor die Sonne geschoben hier und da. Denke mal, ist gut geworden. Schaut's euch mal an. Kommt jetzt. Und nach dem Drohnenflug habe ich mir, glaube ich, jetzt Frühstück verdient. Leider ist keiner hier, der es mir macht. Also mache ich mich mal selber an die Arbeit. Ihr habt euch schon immer mal gefragt, wie man sich so in einem Kasten bewegt, wenn man Frühstück macht. Ja, es ist ab und zu ein Krabbeln, um alles beisammen zu haben. Ich mache jetzt hier mein Standardfrühstück. Erstmal wird Wasser gekocht. Anschließend dann vorbereitet mein Haferflocken, Sojaflockenpulver, das ich selber herstelle sozusagen. Parallel wird dann natürlich noch mit der Bialetti der Kaffee gemacht. Muss ja alles irgendwie zur gleichen Zeit fertig werden. Dann wird gewartet und gewartet, bis das Wasser kocht. Das kommt dann in das Pulver rein, schön verrühren. Dann ist das schon mal mehr oder weniger fertig. Weiter warten auf den Kaffee. In das Frühstück kommen dann noch ein paar Nüsse rein. Und zack, schon der Kaffee fertig. Rein damit in meine Lieblings-Nordkap-Tasse und dann wird gegessen. Nach einem ruhigen Vormittag mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Die Platte hier hat sich auch schon gut gefüllt. Einige Biker, Autos sind hier jetzt mittlerweile auch am Parken. Ich fahre jetzt noch mal hoch auf die Passhöhe und möchte dann eigentlich noch ein paar Meter bergauf laufen. Und zwar in Richtung Dreiländereck.
Standort erfolgreich gewechselt. Ich stehe jetzt mehr oder weniger auf der Passhöhe. Das war aber ein ganz schöner Kampf, hier über den Pass drüber zu fahren. Die Motorradfahrer, Biker stehen kreuz und quer. Du könntest meinen, jedem Einzelnen gehört die Straße alleine. Ist aber natürlich auch eng da oben. Aber was ich nicht verstehe, liebe Biker, ich bin auch Biker, aber wenn ein Kastenwagen links blinkt und auf dem Parkplatz abbiegen möchte, dann überholt man ihn nicht. Weil der Kastenwagen ist der Stärkere. Wenn ich nicht aufpasse oder ihr nicht aufpasst, ja, liegt ihr unterm Kasten. Ich habe einen Blechschaden, mir tut nicht viel weh, aber ihr habt die gebrochenen Knochen. Und als selber Bikerfahrer macht mich sowas echt sauer, wenn ich sowas dann sehe. So, dann mache ich mich mal auf den Weg, lasse Zottel hier unten und lauf irgendwo da oben hoch und such mal die Grenze. Ich hoffe, wir kommen hoch und wieder runter. Sieht steil aus, aber schon Schlimmeres gelaufen wahrscheinlich in meinem Leben. Auch Skifahren oder Snowboarden kann man hier im Sommer, Gletscherbahn. Ich glaube, sie ist auch offen, aber das steht heute nicht wirklich auf dem Programm hier. Das Einzige, was hier absolut in der Mehrheit ist, sind Mopedfahrer. Überall, jeder Zentimeter ist mit einem Moped belegt. Man merkt hier zwei Dinge ziemlich intensiv. A, es geht ganz schön Berg hoch. Und B, 2750 Meter hoch, die Luft ist deutlich dünner. Da geht die Pumpe mal ein klein wenig schneller. Und man muss hier langsam hoch und runter laufen. Und wenn man dann noch Aufnahmen macht und die ganze Zeit hoch, runter läuft, dann ist das nicht weniger anstrengend. Aber macht Spaß. Puh, ist das Ding steil. Puh, da ist man ganz schön am Atmen. Das Beintraining und Ausdauertraining ist somit für heute auch erledigt. Oben angekommen an der Drei-Sprachen-Spitze. Hier treffen sich Österreich, Schweiz und Italien im Grenzverlauf. Hier wurde im Ersten Weltkrieg schwer Stellung bezogen und gegeneinander gekämpft. Ich hoffe, die hatten auch ein bisschen Zeit, die Aussicht zu genießen während dem ganzen Kriegsgewirre. Aber unten ist die Hölle los. Für die Wanderfreunde und Camper unter euch, von hier aus kann man auch schön zu der einen oder anderen Hütte laufen. So Strecken 3 Stunden plus minus. Ist bestimmt auch schön, vor allem wenn man schon ziemlich oben ist und nicht noch weiter hoch muss. Oder nur noch marginal höher vielleicht. So, ich laufe jetzt mal noch ein Stückchen weiter. In so einer Landschaft könnte sogar ich noch zu einem Wanderer werden. Hammer. Und selbst hier oben gibt es Verkehrsschilder auf dem Wanderweg, welche das Fahrradfahren in einer bestimmten Uhrzeit nicht erlauben. Und das Schöne am Stelvio ist, unten ist die Hölle los. Kaum begibt man sich aber den steilen Berg hoch und läuft hier ein Stückchen weiter, ist keine Sau mehr da. Man ist mehr oder weniger alleine unterwegs. Die meisten sind doch zu faul, den steilen Berg hochzulaufen. Beziehungsweise stoppen dann an dem kleinen Restaurant, was da oben ist. Weiterlaufen tut kaum einer. Man hört hier auch nichts mehr, man sieht hier nichts mehr, außer Berge, Schnee und Himmel. Genial.
Hier oben kann man es aushalten und genießen. Während es unten im Tal heute sicherlich sauwarm ist, ist es hier oben angenehm frisch. Jetzt auch meine Jacke angezogen, geht ein leichter Wind noch. Und jetzt, glaube ich, gehe ich mal wieder so langsam zurück zu Zottel, weil es geht auf Mittag zu und der kleine Hunger meldet sich. Aber eigentlich habe ich gar keine Lust, zurück zu Zottel zu laufen. In den Trubel, in das Chaos wieder. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Ist noch interessant, hier den Weg entlang zu laufen. Es gibt immer wieder Hinweisschilder, was hier so passiert ist im Ersten Weltkrieg vor allem. Wie hier aufgebaut, gelebt wurde, die Grenze verteidigt in einer Höhe von 2800 und noch was Metern. Wie verrückt hier die Truppen stationiert wurden. Also man kann es sich schwer vorstellen, hier als Soldat überlebt zu haben im Winter. Das muss schon eine mächtige Herausforderung gewesen sein. Die Überbleibsel der verlassenen und in sich zusammengefallenen Gebäude sieht man hier auch noch sehr gut. Gut geschützt hinter einem Felshaufen hatten die Österreicher hier oben ein Lager hinter mir, wo sie sich dann, ja, ganz fast schon sagen, eingegraben haben und ihre Grenze verteidigt haben. Der Abstieg beginnt, ich laufe wieder zurück zu Zottel, 1 Uhr mittlerweile und richtig Hunger jetzt. Nach der vielen Bewegung und den Höhenmeter, die Hütte da hinter mir liegt auf 2850 Metern Höhe, schon nicht schlecht. Geschafft, die Straßen gequert, ohne überfahren zu werden. Vorsicht mit den Zebrastreifen hier oben, die sind nur aufgezeichnet, haben aber sonst keinerlei Bedeutung. Jetzt werde ich erstmal was essen. Hunger. Zu essen gibt es mitgebrachten Kartoffelbrei mit Eiern durch. Ein paar Auberginen hatte ich noch schon vorbereitet. Und was ist noch drin? Ja, eine Weißwurst von gestern, die noch übrig ist. Ich zeige euch das nicht, weil es sieht wirklich nicht schön aus. Aber es wird satt machen. Mittagessen und Mittagsschlaf sind rum. Gott, bin ich müde geworden nach dem Essen. Ich habe mich erstmal hinlegen müssen und eine Dreiviertelstunde gepennt. Jetzt geht es auf 4 Uhr zu. Ich gehe noch mal vorne auf die andere Seite des Passes. Will noch mal gucken, ob ich da noch ein paar schöne Bilder und Videos machen kann. Und gegen 5:30, denke ich, werde ich dann wieder ins Tal runterfahren, zurück in die Schweiz, weil ich wieder Datenempfang benötige. Und hier in Italien habe ich kein Roaming mehr. Datenroaming ist aufgebraucht. Also geht's zurück in die Schweiz, da gibt es noch Saft. Aber jetzt laufen wir mal noch ein paar Meter. Etliche internationale Skiteams sind hier auch noch unterwegs. Ich habe jetzt schon Schweden gesehen, die Japaner, Polen, alles offizielle Fahrzeuge zumindest der genannten Skinationen. Die sind hier wohl alle auf dem Gletscher unterwegs. Gruppe italienische Mopedfahrer noch abfotografiert, die in Reihe und Glied standen. Gute Tat also für heute auch erledigt. Jetzt können wir abfahren. 16.30 Uhr, so langsam möchte ich mich gerne auf den Weg machen. Was mich noch so ein bisschen abschreckt, ist die Tatsache, dass noch extrem viele Mopedfahrer unterwegs sind. Ich ungern permanent im Weg stehen will den Jungs,
die ja hier zum Fahren gekommen sind. Andererseits ist eh so viel Verkehr, dass ein freies Fahren ohnehin nicht zu denken ist. Die Motorraddichte hier am Wochenende ist schon abschreckend. Ich glaube, am Wochenende würde ich persönlich hier nicht mit dem Moped hinfahren. Das wäre mir zu voll. Sehr viele Italiener natürlich, und die Italiener haben doch einen gewöhnungsbedürftigen Fahrstil, was Verkehrsregeln angeht, auch auf Alpenpässen, auch vor allem mit Motorrädern. Mein Tipp, wenn ihr es einrichten könnt und ihr mit dem Moped hinwollt, fahrt unter der Woche, nicht ganz so viel los. Und wenn ihr hier mit dem Camper hinfahrt, dann fahrt am besten abends an oder sehr früh morgens. Dann habt ihr nicht den Druck, dass ihr permanent von irgendwelchen Verrückten überholt werdet. Somit ist die Anfahrt wesentlich stressfreier und man kann auch die Fahrt genießen als Camperfahrer. Ja, dann auf in den Kampf, bergab. Ich hoffe, die Bremsen tun und wir kommen dahin, wo ich gerne hin möchte. Ziel ist mal grob Albula Pass. Ich habe aber noch keine Ahnung, ob wir da irgendwo pennen können oder nicht. Wir fahren jetzt einfach mal Richtung Schweiz und dann, wenn uns was über den Weg läuft, was Schönes, stehen bleiben. Wir haben den Pass gut überstanden, sind gut runtergekommen und ich kann festhalten, dass Bergauffahren deutlich mehr Spaß macht als bergrunter. Diese ganze Bremserei ist wirklich mühsam. Tipp noch, immer schön die Rückspiegel im Auge behalten, falls ein komischer Motorradfahrer kommt und vorbei will. Keine komischen Manöver machen, um Mopedfahrer vorbeizulassen. Normalerweise lesen die den Weg des Autos und fahren dann entweder irgendwann vorbei oder an einer vernünftigen Stelle fahre ich dann kurz rechts ran oder setze den Blinker rechts auf einer geraden Strecke, dass die Mopedfahrer dann wissen, sie können vorbeifahren, gefahrlos, und so kommt man sich dann nicht so massiv in die Quere. Den Ofenpass haben wir auch gut hinter uns gebracht, sehr schön zu fahren. Sehr viele No-Camping-Schilder, weil es ein Nationalpark ist. Wenig los, wenig Motorradfahrer auf der Strecke, konnte man richtig genießen und vor sich hin cruisen. Und den nächsten Pass erreicht. Wir sind auf der Albula Passhöhe angekommen. Der ist auch irgendwas über 2000 Meter. Auch hier hängen Schilder, Camping verboten. Wir werden hier also nicht bleiben, sondern weiterfahren und gucken, dass wir auf dem Runterweg ins Tal irgendwas finden. Hier hoch zu, es gab schon den einen oder anderen Platz, aber leider meistens schon vergeben. So wollte ich mich da jetzt auch nicht zu irgendjemandem anderen hinstellen und ihm den Abend ruinieren, sondern bin lieber weitergefahren. Kurz unterhalb des Passes, ja, 2 Kilometer vielleicht, bin ich jetzt rechts abgefahren, geht ein Schotterweg ab. Und jetzt gucke ich hier mal um die Kurve, bevor ich da lang fahre. Hier geht es rechts ums Eck. Zottel steht hinter mir. Bevor ich da jetzt lang fahre, gucke ich erstmal kurz zu Fuß, wie das da aussieht. Und ob da irgendwo ein Schild steht. No Camping oder Camping verboten oder was auch immer es sonst heißen könnte. Ich sehe aber nichts. Außer einem Transformatorenhäuschen, das stört mich nicht weiter. Ja, geiler Platz. Ja, Hammer.
Ach Gott, Jackpot. Voila, unser Platz für heute Nacht. So, Zottel ist geparkt. Ich glaube, wir bleiben hier. Sehr schöner Platz. Ein bisschen abseits von der Straße. Sehr ruhig. Sowieso kein Verkehr. Der Pass hier ist für große Fahrzeuge über 2,30 Meter ohnehin gesperrt. Und auch sonst ist der eher wenig befahren, weil er sehr schmal ist und schon ein bisschen herausfordernd. Es geht zwar ein guter Wind, aber ich glaube, ich packe den Grill aus, wenn man so schön alleine steht. Ich habe Chicken Wings dabei, die könnte ich mir drauf werfen. Ja, grillen. Grillen ist gut. Das Hühnchenfleisch ist drauf und dazu gibt's den gleichen Salat wie gestern Abend. Der war gestern gut, der kann heute nicht schlecht sein. Der Platz ist wirklich schön, gefällt mir gut. Ein Nachteil hat das Ganze, null, aber auch wirklich gar kein Empfang von irgendwelchen Netzen. Ich bin also komplett offline heute Nacht. Hier hätte ich heute sogar noch die Möglichkeit, wieder Tisch und Stuhl rauszustellen. Aber auch hier, das Wetter spielt nicht ganz mit. Es geht ein ordentlicher Wind und der macht die Sache ganz schön frisch. Die Sonne ist auch gerade hinter großen Wolken verschwunden. Also heißt das, wir essen drin. Schade, könnt ihr es nicht riechen. Sehr verlockend, sehr lecker und ich esse jetzt mal. Guten Appetit. Der Abend verlief recht unspektakulär. Ich habe nach dem Essen nicht abgewaschen, dafür den Laptop auf den Tisch gestellt und noch Videos bearbeitet. Ich bin immer noch mittendrin im Nordkap-Trip. Ansonsten, ja, es ist jetzt schon wieder nach Mitternacht. Ich bin müde und gehe jetzt nach hinten schlafen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar gerne da. Ihr könnt auf das Glockensymbol klicken, dann kriegt ihr immer Updates, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Ihr könnt meine aktuellen Trips immer über Facebook und Instagram verfolgen. Meine Webseite kann ich auch empfehlen, gibt es auch immer noch Infos zu mir, zu meinen Trips. Ich schreibe auch Blog. Ihr könnt auch gerne den Amazon Partner Link verwenden, der unten verlinkt ist oder auch auf meiner Webseite. Ja, soweit dazu. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen. Ciao. Habe ich von gestern Abend habe ich von da oben gefilmt. Ihr solltet es duften können. Schade, könnt ihr es nicht riechen. Sehr verlockend, sehr lecker und ich esse jetzt mal. Guten Appetit.